Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, das neue Jahr fängt im Tierheim Arche Noah an, wie das alte aufgehört hat, mit Tieren, die kein Zuhause mehr haben. In unserer ersten Folge des Jahres 2019 stellen wir zunächst die Katze Alexa vor, die das Schicksal noch vor Weihnachten hart getroffen hat. Ihre Besitzerin musste in ein Pflegeheim umziehen und da dort Tiere meistens nicht erlaubt sind, wurde das Samtpfötchen schweren Herzens im Tierschutz abgegeben. Alexa lebte mit ihrem Frauchen allein und hatte Ausgang zu einem Innenhof. Sie ist sehr verschmust und sucht den Kontakt zum Menschen. Natürlich ist sie in der Arche Noah etwas schüchtern und versteckt sich gern, wenn fremde Menschen kommen. Eingesperrt in der fremden Umgebung und das gewohnte Frauchen weg, da kann man nicht entspannt sein. Für Alexa wäre es schön, wenn sie eine ältere Dame finden würde, die ihr wieder Geborgenheit und tägliche Streicheleinheiten schenkt. Sie wurde im Oktober 2009 geboren und ist somit kein aufgetreter Jungspund mehr. Mit einem Ehepaar käme sie bestimmt auch zurecht, nur Kinder war sie gar nicht gewöhnt. Alexa ist eine sehr hübsche Katzendame. Sie wurde kastriert und könnte in einer ruhigen Wohngegend auch nach draußen. Weiterhin stellen wir ein junges Katzenmädchen vor, das sich Mitte Dezember 2018 in Zimmernwupra ein neues Zuhause aussuchen wollte. Sie kam an eine private Futterstelle und ging nicht wieder weg. Die Haus- und Katzenbesitzerin konnte sie aber nicht aufnehmen und brachte sie zu Arche Noah. Vielleicht hat die junge Mieze ein Zuhause und wird dort vermisst. In der Arche Noah wird die Katze ungefähr auf ein Dreivierteljahr geschätzt. Auch sie ist sehr schüchtern und wollte sich beim Fotografieren immer verstecken. Sollte sich für das schöne Katzenmädchen niemand melden, sucht sie ein neues Zuhause mit Freigang. Sie kann auch gerne in eine Familie mit Kindern kommen, die ihr am Anfang aber Zeit geben, sich einzugewöhnen. Das Miezchen möchte zu gern wieder in die Freiheit.